Herausforderungen, die wir bei diesem Programm hatten, hatten natürlich in erster Linie damit zu tun, dass das Orchester einfach wesentlich größer geworden ist. Bei Symphonie von Schubert sind das 27 Musiker, die auf die Bühne gegangen sind. Und alle diese Personen zusammenzubringen und jeden noch dazu zu animieren, eigene Meinung zu sagen, diese Meinung zu formulieren, die zur Diskussion zu stellen und mit allen Kollegen diese verschiedenen Meinungen auszudiskutieren, das sorgt für eine gewisse Spannung, die uns sehr zugutekommt. Wie Dogma normalerweise arbeitet, eben sind wir sehr ins Detail gegangen und haben sehr viele kleine Abschnitte auch aus den Stücken uns angeschaut und eben geguckt, auf welche Art und Weise können wir die eigentlich interpretieren, so dass es einerseits etwas Neues entsteht, aber auf der anderen Seite den Komponisten natürlich auch gerecht wird. Wir nutzen ausschließlich nur den Freiraum, den die Komponisten uns gelassen haben. Ich bin immer noch sehr mitgenommen vom Konzert, weil es natürlich eine ganz fantastische Atmosphäre war. Ein ausverkauftes Haus und diese fantastische Musik spielen zu dürfen für so viele Menschen. Das ist irgendwo auch ein Traum, dieses Programm auf die Beine gestellt zu haben. Ein Traum, das in Erfüllung gegangen ist, und das ist schon ganz was Besonderes.